Also Charlie, ich mag dich nicht, ne? Aber das hättest du jetzt aber auch nicht verdient. Sind da Zigaretten? Oh. Oh mein Gott. Ich dachte, der mich erschrocken. Wow! Eine Animatronik! Ha! Was darf es sein, Mr. Dumetzer? Ah, Zigaretten bitte. Eine Schachtel Zigaretten bitte. Eine Schachtel Zigaretten bitte. Hallo? Hallo? Eine Schachtel Kippen! Wäre auch zu schön gewesen. Egal. Danke, Robo-Barkeeper. Natürlich, Sir. Wie Sie wünschen. Das gibt's nicht. Ich bin Vielen erschrocken. Dank, mein mechanischer Freund. Sehr nett von dir. Boah, ja, der schießt uns jetzt. Kennt ihr die Folge von Doctor Who, wo die so Puppen so machen und dann klappt das hier so auf und dann ist da so eine Pistole drin? Auch mal eine Münze? Nee. Ja. Ja. Letzte Packung. Natürlich will er es passend. Verdammt! Sehr geehrter Miss Schröder, ich möchte mich wieder einmal für die unglaubliche Arbeit bedanken, die Sie und Ihr Team am Hotel geleistet haben. Außerdem möchte ich Ihnen meinen aufrichtigen Anteilnahme übermitteln. Der Unfall der Notcrew auf dem See, der Notcrew auf dem See war wirklich eine fürchterliche Tragödie und ich fühle mich zum Teil mitverantwortlich. Ihnen zu Ehren habe ich dem Hotel während der letzten paar Monate den letzten Schliff verpasst und ich vermelde mit Stolz, dass wir fast bereit sind, die Tore für die Öffentlichkeit zu öffnen. Mit erlauben Sie mir, Sie und den Rest Ihres Teams als Zeichen meiner Dankbarkeit zur großen Eröffnung einzuladen am 17. November 2017 um 19 Uhr. Ich verspreche einen spektakulären Abend mit der Unterhaltung, wie zum Beispiel ein Barbierquartett. Während Sie diesen einzigartigen Hotelaufenthalt in vollsten Zügen genießen, werden Sie mir gewiss zustimmen, dass Ihre harte Arbeit nicht umsonst gewesen war. Aber das heißt, ich dachte, das hier wäre eine Nachbaut und nicht das Original. Wie können dann solche Schriften hier drin liegen? Du hast bestimmt kein Wechselgeld da hinten, oder? Dachte ich mir. Oh, ist das sad? Das ist voll traurig. Dich finden wir ja irgendwo. Ach, warte, da ist noch eine Kasse. Wir brauchen unsere Drogen. Das wird schon ein bisschen. Ich finde es halt schade, dass man nur, wenn man das Zeug benutzen kann, es auswählen kann. Und nicht schon vorher, also dass man Nächste Runde auf mich. immer Versprochen. quasi gesagt bekommt, ja, jetzt musst du das benutzen. Komm zu Papa. Hey. Hey. Nein, wir schlagen jetzt nicht drauf. Das Leben könnte so einfach sein. Mit der Wir kriegen das auch so in hin. meiner Jackentasche. So, finde einen Weg, um die Zigaretten aus dem Automaten zu holen. Wir kriegen das auch ohne Schlagen hin. Vielleicht können wir noch mal einfach. Was? Nein. Nein, bitte. Ich hab wirklich einen Scheißtag und du machst es schlimmer. Ach, echt?
zünd es an. Oh, ja. Quicktime. Was? Nein, komm schon, du Scheißding, tu mir das nicht an! Fällt er jetzt hin? Hast du vor Ahnung von Gib sie mir! Gib mir meine Zigaretten! Quicktime, Quicktime. Das war's. Ich hole meinen Keygrip und die prügelt dich windelweich. Hey, Charlie! Ja, bin noch in der Bar. Es ist Essenszeit. Wir sollten die anderen holen. Okay, ich komme. Und zu dir komme ich mit einer verfickten Brechstange wieder. Bist du alleine da drin? Wer ist das hinter der Bar? Was? Was war das denn? Gruselig. Da ist noch jemand drin gewesen gerade. Der ist doch gerade über die vor die Kamera gegangen. 0178. Müssen wir es merken. 0178. Warum steht da 0178? So viele Leute waren schon im Hotel oder was ist das? Als er gemeckert hat, obwohl ich nur meinen Job gemacht habe. Ich muss vor der Kamera sprechen, nicht er. Ach komm, du warst auf Streit aus. Gib's doch zu. Du hast ja recht, aber auf Wut reagiert er bekanntlich mit mehr Wut. Sein Problem, Mark. Nicht meins. Ich weiß, Charlie kann anstrengend sein. Hast du seine Notizen gesehen? Ja, habe ich. Die Hälfte seiner Texte ist unbrauchbar. Das mag auf dem Papier ja gut aussehen, aber das reicht nicht. Ich will nur helfen. Und er ist immer gleich beleidigt. Weil du... Das kriegen wir alles mit. Weil er denkt, dass du nur Aufnahmen für dein Demo-Video willst. Und wenn's so wäre? Charlie denkt echt, wir gehören ihm. Er kontrolliert uns ständig. Ich lass mich nicht kontrollieren. Warum sonst streiten wir so oft? Übrigens, er hat Aaron seit Wochen nicht bezahlt. Er hat ihr gesagt, von ihm lernen sei ja Lohn genug. So ein Arschloch. Er hetzt sie quer durch die Stadt, um seine Wäsche abzuholen und für ihn einzukaufen, als ob er das nicht selbst könnte. Ist auch egal. Was war das? Hallo? Kate? Mark? Essenszeit. Seid ihr nicht hungrig? Ja, wir kommen. Toll. Hat er uns gehört? Offensichtlich. Warum ist Mark verletzt? Darf ich das mal so eben fragen? Hey Leute. Ich bin Kate. Wer auch immer Kate ist. Kate, die mit Mark zusammen war. Ist es okay, wenn ich Wein einschenke? Oh Gott, bitte. Hat jemand Mr. Dumet gesehen? Sollten wir nicht auf ihn warten? Schenk ein, Mark. Wer lädt zum Essen ein und kommt dann selbst nicht? Ihr habt ihn doch nicht irgendwie verärgert, oder? Nein, Dad. Sein Wegbleiben erinnert mich an alle anderen Insiderquellen von Lonnet Entertainment. Komm schon, Kate. Hallo? Mr. Dumet? Essenszeit! Oh, Mr. Dumet! Sie haben sich aber fein zurechtgemacht. Wir haben den Wein entkorkt, das ist Ihnen doch recht. Dumet? Ja, der Typ kommt nicht. Moment, was? Wieso?
Er hat deine respektlosen Tweets aus seiner Limo gelesen. Ich hab ne... Wovon redest du da, Jamie? Er ist wieder mit der Fähre weg. Was? Wann? Gleich nachdem wir auf die Zimmer sind. Er ist weg? Ganz sicher? Unmöglich. Du hast dich geirrt. Ich bin nicht blind, ich hab's gesehen. Warum sollte er abhauen? Das ergibt keinen Sinn. Sie hatten's verdammt eilig. Du hattest recht. Hier war doch ein Kind. Ich hab sie gesehen, als ich mein Zimmer gesucht habe. Das muss ein Kind sein, oder? Hat er nicht eine Familie erwähnt? Weiß ich nicht mehr. So oder so, warum sind die weggegangen? Sind wir jetzt ganz alleine hier? Warum überhaupt nicht uns hier ein und zum Essen und haut dann ab? Ich bin's langsam leid, dass ihr ständig an mir zweifelt. Er hat mir gesagt, er hätte Artefakte, die für unsere Doku interessant sind. Seht euch um. Hat er gelogen? Er ist sicher nicht ohne Grund weggegangen. Ziehen wir keine voreiligen Schlüsse. Oder vielleicht ist er einfach verrückt. Wäre nicht das erste Mal, dass Charlie ein Experten bucht, der in Wahrheit bloß ein Fan von Serienmördern ist. Ich will dir ja nicht zustimmen, also echt nicht. Oh. Aber das sage ich die ganze Zeit. Demet hat einen Scheiß. Aber das erklärt nicht, warum er abgehauen ist. Er musste zurück, um sich ein Alibi zuzulegen. Was soll... Naja, damit er alles abstreiten kann, wenn unsere Leichen am anderen Ufer des Sees stranden. Oh, oh Jamie. Jamie. Musst du alles noch schlimmer machen. Das ist nicht hilfreich. Okay, bitte. Aber beschwer dich nicht bei mir, wenn du hier drauf gehst. Was ist dein Problem? Sag's ja nur. Da liegt's an der Steuerung von uns. Du hast wohl keine Zigaretten gefunden? Doch, ich habe eine tolle Schachtel voll unsichtbarer Zigaretten gefunden. Guck mal, ich rauche gerade eine. Das erklärt, warum du so gut drauf bist. Also was tun wir? Bloß rumsitzen und so tun, als ob wir essen? Wie ist der Plan, Charlie? Wenn wir hier still sitzen und ganz fest dran glauben, drehen die magischen Studio-Wichtel die Folge vielleicht für uns und schicken sie dem Sender. Ein Toast auf die magischen Studio-Wichtel und Charlies geniale Pläne. Also ich würde schon traurig jetzt gerne aus, auf ne? euch trinken. Ehrlich. Ich weiß, ich bin die Zielscheibe eures Spotts. Das ist mein Los als Patriarch unserer kleinen Familie. Mark und Jamie, ihr schafft so viel Arbeit wie sonst 10 Leute. Und Kate, trotz unserer Streitereien, bist du das Herz dieser Show. Dank dir bleiben die Leute dran. Muss jemand und vergessen. Zu guter Letzt unser Neuzugang Aaron. Ohne dich wären wir verloren. Wer außer dir denkt stets an jedes kleine Detail. Ich danke euch für eure Arbeit. Prost. Prost. Auf uns. Prösterchen. Was wir hier kriegen können... Das hebt die Show auf ein neues Niveau. Klar, wenn wir alles gefilmt kriegen. Ja, hat uns sowas von gehört. Ach, und wenn schon. Wir haben ja nicht gelogen. Das ändert gar nichts. Vielleicht sollten wir das nicht gerade jetzt besprechen. Du hast angefangen. Was ist denn jetzt, Kate? Nichts Wichtiges. Wir diskutieren nur ein paar Ideen. Ich denke, sie wirkt am besten, wenn wir die Hintergründe so gruselig wie möglich machen. Das ist easy. Findet es noch jemand seltsam, dass Dumet nicht hier ist? Ja, der kommt nicht mehr. Womit fangen wir an, Charles? Du bist der Boss. Danke. Ich denke, das Foyer ist ein guter Einstiegspunkt.
Das Licht dort reicht noch zum Arbeiten. Und es ist auch symbolisch der Eingang in die Mörderburg. Mit dem Licht, das wir schon haben, brauchen wir nur ein paar zusätzliche Lampen. Wir könnten es so aussehen lassen wie Gasbeleuchtung. Perfekt. Und wenn Dumet auftaucht? Wenn er sagt, wir sollen aufhören, werde ich ihm was erzählen. Er hat uns hierher gebracht. Also gut, holt alle euer Zeug, dann treffen wir uns im Foyer. So, das Team hat sich zusammengerafft. Lasst uns ab jetzt bitte so professionell wie möglich sein. Keine Fehler? Perfektion. Falls er zurückkommt, soll er uns... Ja. Bei mir stand, dass die Verbindung schwach ist von dir. Ach so, bei mir stand ja noch gar nichts. Also mir läuft's. Aber glaubst du, dass der Typ dieser Dumet ist? Ach so, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Gut, er ist jetzt auf alle Fälle weg. Also was ich vielleicht noch gerade sagen könnte, ist, ich habe mir die Leute, die eingecheckt haben, angeguckt. Mhm. Und einen Tag, bevor wir jetzt eingecheckt haben, waren 5 Leute da. In etwa der gleichen Konstellation wie wir, also 2 Männer, 3 Frauen. Mhm. Davor waren auch 5 Leute, 2 Männer, 3 Frauen. Und davor waren auch wieder 5 Leute und da konnte ich die Namen nicht so ganz zuordnen, ob es auch wieder, ich glaube, da waren es mehr Männer. Aber es waren immer 5 Fünfergruppen, ich weiß nicht. Da stand Geheimnis gelüftet, I don't know. Und okay, es war klar. Vor uns eine ganze Familie, also die hatten alle gleichen Nachnamen. Ah, okay. Ja, ich habe halt nur... Du hast ja gehört, was ich gesagt habe. Was? Ich habe, finde ich, sehr lange durchgehalten. Mit dem Lauschen. Ja gut, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Hier auf keinen Fall rumeiern oder streiten sehen. Ruhig Blut, Charles. Wir wissen schon, wie unser Job funktioniert. Sollte nicht lange dauern. Toll. Er kann sich Zigaretten holen. Toll. Das erste Kapitel eigentlich mal um? Wir müssen mal irgendwann den Kurator sprechen. Das ist sein erstes Opfer. Verdammt! Sicherung. Dadurch ist dann das private Zeug aufgegangen, weil die Sicherung kaputt gegangen ist. Ja, ich finde es super, jetzt gerade so durch die Gegend zu rennen. Kriegt man keine Angst. Zum Glück. Scheiße. Hallo? Mr. Dumet? Mr. und Mrs. Edwards, East 13. Wie gewünscht haben wir die Änderung an Ihrem Testament vorgenommen. Ein Zusatz wurde hinzugefügt, welcher besagt, dass das gesamte Anwesen im Falle Ihrer beider Tod an Mr. Richard Bell Knapp übergeht. Wie heißt jetzt nochmal der Dude? Wir empfehlen Ihnen, zur Vervollständigung Ihrer Unterlagen eine Kopie dieses Briefes an Ihren Anwalt zu senden. Sie können Ihr Testament und Ihre Lebensversicherung... Jessica Maxwell.
Demet heißt der doch eigentlich, ne? Belknap ist das nicht. Okay. Also eigentlich sollte das der Demet dem Demet auch gar nicht gehören. Ist das richtig? Ich will mir das hier zuerst angucken. Lady. Sie sieht 10 Jahre jünger aus. Wie schaffen Sie das? Badehaus, Maniküre, Wellness. Oh Gott. Diese Geheimrezept aus Europa nahe auf dem Lake Michigan. Personalhinweis: Im Winter gelten geänderte Öffnungszeiten für das Bad. Also hier ist hier Bad. Name Network 0451. Digital Look Installation. Net Joke. Verschlossen. Toll. Auf in den gruseligen Wartungsraum im Grusel-Hotel auf der Gruselinsel, wo wir eine Doku über Serienmörder drehen, ganz allein und ohne meinen Taser. Selbst was war schuld, das? Jamie. 0, 4, bist selbst schuld. 1, was war das? Triff bessere 6? Entscheidungen. Nee, fuck. Mir schon gedacht, dass wir uns das merken müssen, aber ich hab's schon wieder vergessen. 0451, okay. 0451. 0451 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
So, eigentlich sollte das alles renoviert werden. Wenn es jetzt wirklich das Richtige... Ich bin mir, wie gesagt, immer noch nicht sicher, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht. Schloss, meine ich. Ich mache das jetzt wirklich hier mal... Ich finde es ein bisschen gruselig hier, ehrlich gesagt. Ah, okay, hier sind wir jetzt einmal rumgegangen. Verstehe. Was? Enjoy your... Viel Spaß mit deinem Erinnerungsstück. Ben Killafanalia. Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Hat er also wirklich? Siehe Versandetikett. Bestellnummer. Online-Auktion für Serienmörder-Erinnerungsstücke. Name des Gegenstandes, Holmes Hut. Beschreibung, authentischer Originalhut, den er auf der bekannten Fotos getragen hat. 24.000. Okay, er hat also wirklich einen Hut. Es war also nicht gelogen. Aber warte mal, an wen war das adressiert? An wen war das adressiert? Killafanalia. An wen war das adressiert? Benutzername HHH1986/2017. Okay, hier steht nicht an wen. Ey, ich will ehrlich gesagt zuerst das Licht wirklich anmachen. Das dauert bestimmt jetzt eh wieder. Was zur Hölle? Habe ich das jetzt getriggert oder hat sie es getriggert? Was war das? Erin? Habt ihr das gehört? Das ist Erin. Da lang. Erin? Ich krieg die Tür nicht auf. Holt mich hier raus. Alles okay. Wir sind ja da. Ganz ruhig, Erin. Alles wird gut. Wen spiele ich denn jetzt? Ich krieg keine Luft. Beruhige dich. Tief durchatmen. Ein und aus. Erin, verfall jetzt nicht in Panik. Das macht es nur schlimmer. Wow. Halt durch, Erin. Wir sind dran. Erin? Taste mal. Such einen Riegel, ein Scharnier, irgendwas. Wir müssen diese Tür aufbrechen. Leute, ich krieg... Such etwas, um die Tür aufzubrechen. Mark und ich versuchen es weiter. Oh Gott, Reni ist die ganze Zeit da eingesperrt. Ja, und wir jetzt suchen müssen. Okay, mach schnell. Wo ist der Inhalator? Gott sei Dank, okay. Alles okay. Alles gut. Habt ihr ihn gesehen? Komm. Er war... Hier war jemand drin. Hier drin bei mir. Erin, das ist eine Puppe. Nein, es war keine Puppe. Er hat den Hut auf wie H.H. Holmes. Charles, du schindest sie zu Tode. Jetzt halluziniert sie schon Zeug aus der Show. Ich hab nicht. Es ist nichts passiert, Erin. Du bist okay. Da drin ist niemand. Beruhigen wir uns alle.
Bringen wir Aaron zum Ausruhen in ihr Zimmer. Fuck, ich bin nicht müde. Gehen wir. Komm, Aaron. Erste Kapitel haben wir geschafft. Ah, da sind sie ja. Echte Profis, ja, Alter. Aaron erweist sich als besonders mutig. Meinen Sie nicht? Na, wo ist jetzt unser Gastgeber, Mr. Dumet? Offenbar hat er die Insel verlassen. Noch vor dem Abendessen. Wie unhöflich. Charlie hat es geschafft, die Moral der Truppe zu heben. Gut so. Denn es warten noch viele Herausforderungen. Ich beobachte nur, und das kann sehr frustrierend sein. Manchmal beneide ich sie. Ich protokolliere nur, sie aber greifen ein. Eilen Sie lieber zurück, bevor einer unserer Freunde eine schlechte Entscheidung trifft.